Für Eskalation braucht es nicht viel. Oft reicht es, wenn ein Finger eine Figur auf dem Schachbrett berührt und zum Wanken bringt. Figuren, die starr standen, lauernd und wartend auf den richtigen Moment, machen ihre Züge. Mehr und mehr Figuren verändern ihre Position. In einem langsam anschwellenden Strudel aus Versprechen, Lügen, Drohungen, Verrat und Gewalt. Ein Tanz, der mit jedem Moment an Geschwindigkeit zunimmt und dessen drehende Bewegungen immer kleinere Kreise ziehen. Am Ende dieser Kette von Aktionen und Reaktionen steht ein Krieg, der Welten verbrennt und Menschen verschlingt. Niemand gedenkt der Opfer. Sie werden vergessen. Und auch die Sieger schreiben nicht ihre eigene Geschichte. Sie wird geschrieben von jenen, die die Figur zum Wanken brachten. Oft reicht ein Finger von nur einer Person, die sich an der Eskalation erfreut, um unermessliches Leid über eine einzelne Welt zu bringen. Eine Person, die das Leben von Millionen als ihr eigenes Spiel betrachtet. Er wurde geschnetzelt von einer heimischen Tierart. Und wir sind gerade unter anderem dabei herauszufinden, ob jemand diese titanische Krabbe vielleicht angestiftet hat oder ob da sonst irgendwas passiert ist. Weil ich mir die Frage stelle, wie man, mit was kann man große Krabben bestechen, dass sie. Aber naja. Das führt zu weit. Mit Cocktails. Auf jeden Fall, die zwei Kosenamen des Lords, Teebeutelchen und Krabbe, haben sich bereits etabliert, dürfen also ab sofort weiter verwendet werden. War das eine so. Aufforderung an den Chat? Natürlich. So? Natürlich. Sehr gut. Der kleine Lord, ja. So, lieber, ich begrüße natürlich auch nochmal ganz herzlich alle Leute, die sich heute eingeschaltet haben. Ein paar viele haben sich hier schon im Chat zum Beispiel versammelt. Wir begrüßen aber natürlich auch alle Lurker unter euch, die einfach nur ein bisschen dabei sein möchten. Niemand ist gezwungen, sich hier am Chat zu beteiligen. Genießt die Show, sage ich da nur. Und was meinst du, lieber Spielleiter? Wollen wir das Intro nochmal zum Anfang abspielen oder gehen wir gleich in Medias Res? Wir spielen das Intro ab und gehen dann noch einmal schön in die Vergangenheit und verarbeiten dann mal für uns auf, was alles so passiert ist, auch für unsere Zuschauerinnen da draußen, damit wir dann direkt in die Geschichte eintauchen können. Alles klar, dann genießt das Intro und wir sehen uns gleich wieder. Sind die Mikros aus?
So, wir sind wieder da. Und damit willkommen zurück auf Delta Tau, dem Heimatplaneten des Hauses Natana und den wichtigsten Mitgliedern des Hauses, die ihr hier versammelt seht. Und in einer ähnlichen Versammlung befinden wir uns auch gerade im Spiel. Denn es hat sich jemand angekündigt, werter Professor. Wer war das denn? Niemand anders als der Baron Harkonnen himself, nebst seines Verwandten. Nun ja, er ist bekannt als die Bestie. Raban. Ganz genau. Dieser Besuch ist Anlass dafür, dass man sich jetzt, glaube ich, gerade unter anderem hier zusammengefunden hat. Und natürlich auf Befehl des jungen Lords selber hin. Nicht wahr, my Lord? Jetzt hast du mich kalt erwischt. Ich war gerade mit dem Chat beschäftigt. Gar kein Problem. Gib das... die Frage mal weiter an. Ach so, also... Okay, Agatha. Also haben doch alle dank dir hierher gefunden, oder was war jetzt? Mein liebes Enkelsöhnchen hat entsprechend dem, was er tun sollte, es hingekriegt, dass wir uns hier alle heute versammelt haben. Ich habe nur für das Essen gesorgt. Aber natürlich. Und ihm vielleicht eröffnet, dass er in absehbarer Zeit dann doch mal heiraten darf. Zusammen mit meiner lieben Enkeltochter haben wir da versucht, ihn auf den richtigen Weg zu bringen. Ja, ja. Im Spiel, mein Lord. Im Spiel. Ja. Und es ist ja egal, wie viele Konkubinen ihr euch haltet. Und demzufolge hatte deine Cousine, also die Cousine des Lords, deine Enkelin, die andere Schwester der Bene Gesserit, noch in junger, frischer Ausbildung, aber schon sehr fähig, einige Informationen zusammengetragen, die vielleicht diesen Besuch etwas erklären könnten. Dein Einsatz, Tati! Ja! Ja, wir müssen einen Gegenstand ersteigern bei einer Auktion. Ja, zumindest möchte der Baron diesen Gegenstand haben. Der Baron möchte das, genau. Und die Gilde möchte das auch haben, das Teil. Was es schlussendlich ist, ist noch gar nicht bekannt. Die Sicherheitsvorkehrungen bei diesem Objekt sind exorbitant, fast schon ungewöhnlich hoch. Und da ist noch keiner irgendwie hintergekommen. Weder euer Navigator, da konntet ihr es schon so raushören, als auch du selbst bei deinen Nachforschungen auf Gidi Prim, dem Heimatwelt der Harkonnen, was das für ein Objekt sein könnte. Man tappt im Dunkeln. Allem voran allerdings hier noch das Schwert des Hauses, der beste Kämpfer des Hauses Rongo, Romana, der jetzt vielleicht seine Glanzstunde kommen sieht. Ich passe nur auf, dass dem Lord keiner einen über den Schädel zieht bisher. Ich halte mich ja schon zurück. Mein Professor, ja? Bei der letzten Runde haben wir noch festgehalten, dass hier noch ein weiteres Haus ins Spiel kommt, dessen Namen ich vergessen habe, das nämlich die Auktion durchführen wird. Vielleicht nicht irrelevant für den weiteren Verlauf. Haus Ilomar. Auch ebenfalls auf diesem Planeten heimisch, wird zusammen mit Herrn Geran, einem Haus, das nicht auf Delta Tower beheimatet ist, eine Auktion durchführen. Geran, das Haus, ist bekannt dafür, dass sie Kunstgegenstände, Relikte, aber auch andere Antiquitäten oder Gegenstände von Wert ersteht und dann zu sehr hohen Solaris-Preisen weiterverkauft in sehr exklusiven Auktionen. Auf dieser Auktion wird auf Delta Tau stattfinden, da ja Haus Geran und Haus Ilomar erst vor kurzem scheinbar eine Verbindung eingegangen sind durch eine politische Ehe. Hinzu kommt aber auch, dass unser werter Herr Professor bereits im Dschungel darüber, Informationen gesammelt hat. Nicht nur Informationen, er hat das lebende Objekt selbst gefangen, das Spionage im Haus betreiben wollte, aus dem Hause Krillim. Ebenfalls eines der Häuser, die auf Delta Tau beheimatet sind, denn drei Häuser dominieren diesen Planeten, wovon Natana eines nur ist. Alle stehen unter einer Herrschaft, Haus Harkonnen. Naja, man könnte auch sagen, ihr seid ja auch nur die Figürchen auf einem Spielbrett, die ihr hin und her schiebt, nicht wahr? Und macht sich jetzt einen Spaß daraus. Aber allen voran, bitte? Nicht nur das, sondern wir müssen da natürlich auch alles dafür tun, dass der Baron Harkonnen hier, der bald zu Besuch kommen wird,
eine schöne Zeit verbringt. Und unter Hochdruck müssen wir für sein leibliches Wohl und seine Unterhaltung sorgen. Ja, auf jeden Fall. Wobei leibliches Wohl bedeutet eigentlich nur einfach alles zu frittieren. Rongo? Ich glaube, die eine Information könnte noch relevant sein, dass der vorherige Lord des Hauses bei der Jagd auf die Titanentaschenkrabbe ums Leben gekommen ist. Und der Ornithopter, der eigentlich dazu gedacht war, ihn vor Unfällen zu schützen, anscheinend falsche Koordinaten angegeben bekommen hat, wo sich der Lord denn aufhalten würde. Und der Kriegsmeister des Hauses, Tama, befindet sich gerade auf der Suche nach den Unterlagen, wer denn möglicherweise diese falschen Koordinaten rausgegeben haben könnte und ist überraschend lange abwesend. Das ist der letzte Status, genau. Ihr Er seid. weiß halt nicht mehr, wo er die Unterlagen hingelegt hat. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Steht so am Aktenschrank. Wer und was bin ich und warum? Warum steht da eigentlich mein Name drin? Habe ich da was vergessen? Großmensch. Der Mann ist immerhin 85 Jahre alt, ne? Also. Ja, aber er sieht halt nicht wie 85 aus, ne? Spice-Konsum verlängert ja das Leben. Nein, Hongo, du hast in diesem Zusammenhang zumindest zum letzten, gerade jetzt passierenden Status nichts vergessen. Außer noch eine Sache vielleicht, dass der Professor gerade gar nicht mehr anwesend ist, denn der wurde bereits auf ein Zimmer gebracht, weil er so drüber war und dann noch so viel Wein in sich reingekippt hat und Essen, dass er jetzt erstmal ein kleines Schläfchen machen muss. Kommt davon, wenn man seine eigenen Medikamente, und ich nenne es jetzt Ja, absichtlich genau. Medikamente, Medikamente. entwickelt. Entweder diese Pille verlängert mein Leben oder ich bin tot. Na, egal. Ich bin noch nicht tot. Ich muss länger leben. Gut. Ja, die Abwesenheit von Tama Tuatara, dem Kriegsmeister des Hauses, ist auffällig so langsam. Immerhin ist er schon sehr, sehr lange weg. Seine Räumlichkeiten für genau diese Unterfangen sind nahe dem Gebäude in der Nähe der Baracken, in einem kleinen Extra-Anwesen für ihn. Also, das ist eine Sache von wenigen Minuten, müsste er eigentlich schon wieder hier sein. Mal so zu meinem Enkel rüber. Und Sch Agatha scheint darauf zu lauern, was er so sagt, bevor sie losspricht. Du merkst, dass deine Großmutter dich anschaut, my Meine Lord. Großmutter schaut mich immer an. Ja, aber erwartungsvoll, so, tu was. Am Anfang hatte ich immer noch so einen kalten Schauer, der mir über den Rücken lief, aber jetzt, das hat sich jetzt mittlerweile so ein bisschen eingestellt. Soziologische Gewohnheit Eisbadgewöhnung, halt. verstehe. Genau. Als alle plötzlich schweigen und so fragend in meine Richtung schauen, da macht es auch bei mir irgendwann Klick. Aber Herr Tuatara ist seit 60 Jahren im Dienst unseres Hauses. Etwas länger sogar. Er war ja schon mit 5 Jahren fast Rekrut. Seine Familie hat immer schon hier gedient. Ja, aber er ist gerade erstaunlich spät für seine 60-jährige Diensterfahrung. Auch wahr. Rongo, Mein Lord? wie wäre es, wenn du mal nach dem Rechten schaust? Mit dem größten Vergnügen, mein Lord. Bongo greift das Nifo-Oti etwas fester und begibt sich strammen Schrittes erstmal aus dem Dienstzimmer des Lords. Warte, Rongo, ich begleite dich. My Ich Lady? laufe hinterher. Gut. Währenddessen sieht man, wie Agatha zu dem Fenster hin, an dem der Lord ja noch stand vorhin, als wir reinkamen in der letzten Folge, wie Oma da so rantritt und rausguckt und anscheinend nach was sucht. Okay. In diesem Zusammenhang, Orongo, habe ich eine Frage an dich bezüglich des Militärs. Ist es so, dass die Bediensteten des Hauses, die einen militärischen oder einen irgendwie kämpferischen Rang bekleiden, ein eingebautes Kommgerät besitzen, wie andere Häuser? Ein kleines Objekt, das hinter dem Ohr befestigt ist, worauf man theoretisch einmal den Finger drauflegt und dann mit einer Funkverbindung zu anderen aufnehmen könnte? Ich muss ein bisschen wegen der Technologie nachfragen. Ja, Würde das mit dem,
würde das mit dem hohen Luftfeuchtigkeitsgrad und der Tatsache, dass man hier auch schon mal ganz komplett nass wird, kompatibel sein? Also wird es komplett unter der Haut eingebaut oder das irgendwelche freiliegenden Teile? Im Normalfall hat es eine freiliegende Metalloberfläche, eine kleine, vielleicht daumennagelgroße Objekt. Aber man kann es hier angepasst haben und es liegt direkt unter der Haut. Man muss dann etwas mehr Druck aufbauen, damit das Gerät funktioniert. Dementsprechend, ja, ginge das. Wenn sich das mit den klimatischen Verhältnissen vereinbaren lässt, dann denke ich, ist es eine so effiziente Neuerung Technologie, dass es dumm wäre, sie nicht einzusetzen. Und Haus Natana ist nicht dumm. Mhm. Das heißt also, als erster Kontaktversuch vor der Türe, nicht vor dem Lord, versuche ich natürlich erstmal, ob ich auf dem Wege Kontakt mit ihm aufnehmen kann. Kriegsmeister Tuahara. Das Einzige, was du bekommst, ist Stille. Vielleicht mal hin und wieder ein statisches Knacken, nachdem die Funkverbindung dann auch wieder von dir ausgeschaltet wird. Man hört ihn aber sprechen sozusagen, oder? Ja, das ist nicht per Gedanken. Das macht man schon mit Sprache. Ja, dann ist okay. Frag nur nochmal nach. Rongo, ich glaube, du kannst die Tür öffnen. Ich glaube, hätte er uns antworten wollen, wäre er schon lange wieder da. Wenn wir schon so weit sind, dass wir vor seiner Türe stehen, dann gerne. Ansonsten hätte sich Rongo natürlich erstmal durchgefragt bei den Wachen, die ihn ansonsten haben gehen sehen, ob er sich dann auf den Weg überhaupt zu seinem Dienstzimmer gemacht hat. Weil zu diesem Zeitpunkt wäre alles andere schon eine ziemliche Annahme. Mhm. Also wie gesagt, wenn das alles ohne besondere Vorkommnisse ist und mir die Leute sagen, er ist zu seinem Dienstzimmer gegangen, dann können wir gerne vorspulen bis zu der Stelle. Und du erkundigst dich also auch bei anderen Mitwachhabenden beziehungsweise beim anderen Offizierspersonal, ob sie ihn gesehen haben? Genau. Wann sie ihn das letzte Mal gesehen haben und wohin er gegangen ist. Also innerhalb der letzten Stunde, nicht der letzten 3 Wochen. Nee, das haben sie sich schon... Du wirst die Information auch bekommen, dass er zwar an seinem Wachhaus beziehungsweise an dem Zentralgebäude, wo diese Kriegsangelegenheiten besprochen werden, besprochen beziehungsweise vorbeigekommen ist, aber er sich schnurstracks in Richtung des Hafengebietes aufgemacht hatte. Lady Akona, ich glaube, wir verlassen hier die direkte Umgebung des Palastes. Ja. Wollt ihr euch weiter mir anschließen? Ja. Dann schlage ich vor, gehen wir zum Hafen, wo wir den guten Herrn finden und zur Rede stellen. Ja, ich hoffe, wir finden ihn noch. Das ist jetzt auch meine Frage an dich. Machst du das jetzt so, na, dann gehen wir mal zum Hafen, so ganz gemütlich schlendernd, oder ist es eher so ein, dann machen wir uns auf zum Hafen und ihr gebt jetzt Hackengas? Als erstes gebe ich meinen Second in Command, der noch beim Lord geblieben ist, Huri war, glaube ich, der Name. Genau. Huri und Pahu hattest du. Pahu ist der Dienstältere von beiden. Pahu gebe ich erstmal diese Nachricht durch. Ich glaube, Lord Tama hat vergessen, was er tun sollte und befindet sich auf dem Weg zum Hafen. Ich und Lady Akona werden ihn aufsuchen und zur Rede stellen. Er legt dann immer nur den Finger hinter das Ohr, hört hier kurz zu. Und er fragt noch ganz kurz, das hören dann auch die anderen drei, beziehungsweise die Lady und auch der Lord. Sollen wir die Wasserwege beziehungsweise die Wachen informieren? Ja. Lord Tama hat sich bereit zu halten zur Befragung. Gut. Das hört ihr beide auch, dass Pahu in dem Moment so gesehen kurz den Befehl durchgibt an alle wachhabenden Offiziere bzw. das Wachpersonal, dass der Kriegsmeister Tamatuata umgehend doch zum Lord gebracht werden bzw. begleitet werden soll für eine etwas umfangreichere Befragung. Agatha steht mit dem Rücken zu ihrem Enkel, sodass quasi jeder, der durch das Fenster ihn angucken wollen würde, sie sehen würde. Und siehe Flo... Privatchat. Ich hatte dir was da geschrieben. Mhm. Ich muss jetzt nicht unbedingt auch schon werden. Sie dreht sich aber einmal so mit dem Kopf um. Macht es Sinn, dass wir vielleicht den Raum wechseln? Was?
Aber... Also, jetzt übertreibt ihr aber. Dir fällt schon auf, dass ich dich gerade mit meinem Körper gegen das Fenster abschirme, oder? Ja, jetzt, wo du sagst... Gibt's hier keine Gardinen? Zieh doch einfach die Gardinen zu. Okay, einer der Wachen sofort schließt die Fenster soweit mit den Vorhängen zu, dass man nicht mehr wirklich etwas sehen kann, außer nur ein paar schemenhaft tanzende Schatten auf der Oberfläche. Mhm. Das hilft nur bedingt gegen Infrarot. Ich weigere mich zu glauben, dass Herr Tuatara irgendetwas gegen unser Haus unternehmen sollte. Oder... Dein Vater ist tot, er soll Berichte holen, er verschwindet. Guck zu der Wache rüber. Oder habe ich das falsch zusammengefasst? Scheinbar befindet er sich nicht auf den Wegen, die für das Besorgen der Informationen vorgesehen sind. Dementsprechend, ja, er befindet sich scheinbar gerade in einer Art Flucht. Zumindest ist davon auszugehen, mein Lord. Ist seine Ex-Frau noch da? Die müsste uns gegenüber sitzen. Ja, die sitzt da. Und du siehst auch, dass ihr Gesicht so ein bisschen bleich wird, so komplett so, was passiert hier gerade? Ich weiß ja, dass die seit, keine Ahnung, Jahrzehnten eigentlich nicht mehr miteinander sprechen. Mhm. Anori Ika, genau. Aber ich würde direkt auf sie zugehen und sagen, Frau Ika, nehme an, dass das Gebaren eures ehemaligen Gatten ist euch genauso fremd wie uns? Oder habt ihr uns irgendetwas mitzuteilen? Ich wüsste nicht, was er vorhat. Er hat dem Haus seit Jahrzehnten treu gedient. Es ist aber schon auffällig, meine Teuerste, dass er das Haus anscheinend gerade verlässt und ihr von dieser Krabbe, die meinen Sohn getötet hat, keine Gewebsproben mehr erhalten habt. Das Problem ist, dass diese Tiere unglaublich empfindlich gegenüber der Witterung sind und schnell verwesen. Eine Blutprobe oder Gewebeprobe dieses Tieres zu entnehmen, die halbwegs intakt ist und auf irgendwelche Giftstoffe zurückzuführen ist, ist nahezu unmöglich nach so einer langen Zeit. Und weswegen wurde sie nicht extrahiert, als mein Sohn gerade frisch gestorben war und eingefroren? Wir können den Raum falten, aber nicht etwas konservieren für 2 Wochen. Es war nach Protokoll nicht vorgesehen. Deswegen gibt es ein Protokoll. Genau das meine ich. Protokolle. Dinge aus der Vergangenheit. Was hat das eine mit dem anderen zu tun und wer hat dieses Protokoll angewiesen? Euer Sohn. Der verstorbene Lord hat ganz klar darauf bestanden, dass die alten Protokolle seines Urgroßvaters eingehalten werden sollen. Und im Falle eines solchen Todes, der natürlichen Ursprungs ist, wird natürlich keine Extraktion von irgendwelchen Giftstoffen aus Tieren vorgesehen. Die hat ja sogar schon seinen Vater geändert gehabt. Nicht umgehend. Sie wirkt jetzt wirklich schnippisch in dem Moment. Unterstellt ihr mir, dass ich dem Haus etwas Schlechtes will, obwohl mein Wurm von ehemaligem Mann jetzt auf einmal sich hier so gebiert? Erstens könnte es eine Scharade sein. Zweitens stelle ich Fragen. Drittens nicht in dem Tonfall. Ganz kurz, Professor. Nur ergänzend für die Zuhörer. Die Nichtspielerfigur, die unser Spielleiter gerade spielt, ist eine Sugärztin. Das ist, glaube ich, noch kurz, wenn du kurz was erläuterst dazu, dann wird es, glaube ich, klarer, dass die auch ein sehr hohes Standing hat. Nicht nur das. Sie haben eine imperiale Konditionierung. Sie können dem Haus eigentlich keinen Schaden zufügen, weil sie darauf konditioniert wurden. Das bedeutet nämlich auch die Tätowierung auf ihrer Stirn, dass sie von der Suck-Schule sind. Mhm. Dementsprechend schaut sie dich auch sehr verwirrt an. Ehrwürdige Mutter, ich tue nichts gegen das Haus. Ich diene es so, wie es von mir verlangt wird. Dass ihr nichts willentlich tut gegen das Haus, ist mir schon bewusst. Die Frage ist nur, ob eure Gurke von Ex-Mann eventuell irgendwelche Protokolle hat in Kraft treten lassen, die genau verhindert haben, dass jemand, der Suchtkonditionierung entsprechend halt nicht eine Natter ist, nicht wirklich forschen konnte. Weil ich wundere mich gerade, dass mein Sohn auf einmal Protokolle von seinem Urgroßvater aktiviert hat, die sein Vater
noch zu meiner Zeit als Herrin des Hauses, deaktiviert hatte. Wartet hier. Sei es, wie es sei. Wartet hier kurz. Sie macht eine kurze Verbeugung und geht. In der Begleitung, wenn ihr wünscht, das begleitet mich einer der Wachen. Die guckt sofort zu dir rüber und würde nickt dann zum Lord. Wo wünscht ihr denn hinzugehen? Wenn ich hole das Schreiben, das ich erhalten habe, um die Protokolle einzuhalten, die versiegelt und unterschrieben wurden. Ihr setzt euch jetzt wieder hin, nehmt euch einen Krabbenspieß. Agatha drückt auf den Comlink. Mhm. Und beordert eine Wache dazu, diese Unterlagen zu holen. Oh, wird dann gemacht. Setzt sich dahin, vollkommen eingeschnappt. Während ihr gerade eure Zornesröte runterschluckt, teuerste, könntet ihr uns aber vielleicht mal erklären, warum ihr euren Wurm von Ex-Mann als solchen bezeichnet. Da würde sie dir dann gleich nochmal etwas näher drauf eingehen. In der Zwischen, bei der Jagd nach unserem flüchtigen Kriegsmeister, möchte ich gerne, dass ihr mal einen Wurf macht auf die Fähigkeit Bewegung. Welche Motivationen würdet ihr dazu verwenden, damit das Ganze gut läuft? Und nein, wir nehmen nicht den höchsten Wert, einfach nur. Würde mal sagen, ich bin hier auf der Suche nach der Wahrheit oder ich erfülle meine Pflicht für das Haus. Das wären so die beiden Angebote, die ich machen könnte. Die Suche nach der Wahrheit, Pflicht, klar, für dich als Soldat auf jeden Fall. Ich denke, die Suche nach der Wahrheit wäre etwas, das mehr bei dir, Anoka, von Bedeutung wäre, dass du die Wahrheit herausfinden willst. Wenn du das sagst, dann würfel ich auf Wahrheit. Ich hätte jetzt tatsächlich Pflicht genommen, weil das Haus geschützt werden muss. Aber es ist beides okay. Und da du gesagt hast, wir sollen nicht den höchsten Wert nehmen, nehme ich den schlechteren. Oh, wie gönnerhaft. Sehr schön. Ja, yes, so bin ich. Ja, dann bitte einen Wurf. Wollt ihr noch Würfel dazu kaufen? Ihr habt noch 4 Momentum im Pool. Nee, Rongo ist dabei, brauche ich nicht. Die Straßen beziehungsweise... Moment, ich erzähle nochmal kurz die Szenerie. Die Straßen beziehungsweise die Gebäude sind alle sehr, sehr alt. Es ist eine Siedlung, die innerhalb eines Dschungels gebaut wurde. Es sind viele natürliche Pfade und Wege, die manchmal mit Holz ausgekleidet sind auf dem Boden. Ja, das sind keine modernen Straßen. Trotzdem ist es recht voll. Wenn ihr jetzt euch da durchbewegt, habt ihr auf jeden Fall eine Schwierigkeit von 3, weil das Merkmal volle Straßen gerade vorherrscht, so gesehen. Ja, frage mal, ob möglicherweise mein Persönlichkeitsmerkmal Waffenmeister in dem Fall anwendbar wäre, dass also quasi mein Status und eine gewisse Autorität, die ich damit verbreite, mir ein bisschen mehr Platz verschafft. Ja, das würde hier gelten, wenn du wahrscheinlich aus dem Weg, ich bin im Dienste des Lords unterwegs, irgendwie etwas über die Straßen brüllst, werden die Leute zur Seite gehen, direkt hinter dir wahrscheinlich Anoka dann. So dass ihr da gut durchkommt. Ich habe 2 Fragen, weil ich es immer noch nicht ganz geschnallt habe. Was kann ich mit meinem Motto machen? Weil bei Wahrheit ist ja mein Motto, Wissen ist Macht sozusagen. Mhm. Kann ich das hier gewinnbringend einsetzen? Weil wie soll ich mit 2 Würfeln 3 Erfolge würfeln? Ja, wenn du beispielsweise eine 1 würfelst, kriegst du ja doppelte Erfolge. Video ist gerade ausgefallen auf dem Stream. Mhm. Du, Tati, du kannst Einstellung tappen, wenn das Motto passt. Eine Einstellung wir, kannst du nutzen. Machen wir eine Pause? Ah, wir sind wieder da. Alles klar. Gut. Das Video war zwischendurch weg im Stream. Also, du kannst dir einen Würfel kaufen. Oder du kannst sogar entscheiden, hey, ist eine natürliche 1. Genau. Wenn das Motto in diesem Fall passt, kannst du sagen, dass einer deiner Würfel automatisch eine 1 ist. Okay, dann hätte ich schon 2 sozusagen. Und könnte mit dem anderen versuchen, noch einen Erfolg zu würfeln. In dem Fall. Genau. Okay. Ja, dann mache ich das doch. Wenn das geht. Das würde gehen. Ja, dann mache ich das. Dann schaue ich mal, ob ich jetzt noch einen Erfolg würfel. Ich habe genau 2 Erfolge gewürfelt. Yeah, kein Fokus, der dazu passt. Mhm, 2 Erfolge. Ich habe einen gewürfelt und habe ja die 1 genommen. Also hätte 3 Erfolge. Okay, dann kommst du auch da so ohne Probleme durch. Produziert zwar kein Momentum. Das ist gut. Ich könnte auch mal Bedrohung einsetzen. Und aus dem Weg! Im Namen des Lords! Bewohner, Händler, Kinder, die auf den Straßen spielen oder sich irgendwie dort bewegen, eilen sofort zur Seite, bilden so eine Art Blase, die sich um Rongo gebildet hat. Für dich gerade so noch meistens schaffbar, dass du da durchkommst. Du bewegst dich so in seinem Schatten, Anoka. Dementsprechend wieselst du dich manchmal an einigen Leuten vorbei, die sich dann wieder etwas schaulustig in den Weg stellen und ihm nachschauen. Mhm.
überkommen bekommst du dann auf deinem Weg hinunter in das Hafengebiet, beziehungsweise den großen Fluss, an dem die Insel liegt, sofort überkommen eine Nachricht. Wir haben ihn gesehen, wie er gerade ersucht hat, eines der Schnellboote zu erreichen, Rongo. Dort wurde er von 3 Leuten jetzt gerade angehalten. Verstanden. My Lady, ich beschreibe den Weg zum Anleger. Lasst uns beeilen. Als ihr dort ankommt, seht ihr, wie Tama mit auch eher so eine Art keulenartiger Waffe bewaffnet steht vor den Männern. Zu seinen Füßen eine größere Armeetasche, die ja scheinbar schon, die wirklich vollgestopft zu sein scheint mit einigen Dingen, als ob die schon vorgepackt war. Und wie du inzwischen auch sehen kannst, wie 2 der Männer zu Boden gegangen sind und bewusstlos da liegen. Und er gerade einem weiteren so gesehen im Zweikampf. Und das kannst du sehr genau erkennen. Hongo sehr fähig zu sein scheint, wirklich mit aushebenden Beinbewegungen und dann mit einem Schlag des Knaufs direkt ins Gesicht. Der Idiot hatte natürlich sein Schild nicht angehabt, weil er dann nicht mit gerendet hat, dass der Kriegsmeister ihn vermöbelt. Ihr kommt gerade guter Hinweis. Ihr kommt gerade eine Holztreppe runter, als er die Tasche packt und dich sieht. Lady, aktiviert euren Schild. Mhm. Ich aktiviere meinen. Mhm. Greife die Waffe fester. Nun, Kriegsmeister, ich glaube, ihr schuldet mir noch eine Lektion, nicht wahr? Eine Lektion. Er greift dann seinen Arm an ein Armband, das aus Leder und aus verschiedenen kleinen Muscheln befertigt ist. Aber in der Mitte ist ein kleines Metallobjekt, das einen Mantarochen zeigt, auf das er drückt, und dadurch entsteht dann der Schild. So ein Objekt tragen nahezu alle Soldaten bei euch. Es muss ja nicht immer so ein kleiner Handding sein, sondern es kann ja auch anders aussehen. Der Baron, Fun Fact, ganz kurz, der hat ja so einen riesigen Ring, wo sein Schild drin ist. Aber er betätigt das und auch er aktiviert sein Schild. Dann wollen wir doch mal sehen, was eure Schwertschule euch gelehrt hat. Und damit beginnen wir einen Kampf. An dieser Stelle kurze Anmerkung für unsere Zuschauer. Wir versuchen das jetzt gerade so genau wie im Regelwerk beschrieben durchzuführen. Mal schauen, ob uns das so gut gelingt. Aber wir haben ja hier fähige andere Mitspieler, die sonst im Notfall eben den Finger heben können und sagen können, Moment, das muss so. Genau. So. Ihr steht euch gegenüber, beziehungsweise du hast dein, ich denke immer an einen Tonfar, aber das ist es ja nicht. Nepo-Oki, dann etwas. Ich habe die Waffe nebenbei gesehen, sieht sehr grausam aus, muss ich sagen. Nepo-Oki etwas genauer in der Hand. Das, was er in der Hand hat, ist so eine Art Keule mit so einem Dorn. Also jetzt, wer Leute, die Boba Fett gesehen haben, das ist ungefähr so eine Schlagwaffe. Was auch in diesem Katalog von Maori-Waffen nebenbei drin ist, interessanterweise. Und, ihr fangt euch an, so ein bisschen zum Kreisen. Ja, Professor, ganz kurz. Ich sag nur, das ist, sieht so ein bisschen aus wie der, wie heißt der Stick von den Sandleuten. Ja. Mhm. Mein, Rongo, du bist ein Spieler. Du hast in diesem Fall die Initiative. Ja, da würde ich doch mal sagen, in dieser speziellen Situation würde ich gerne mal schauen, ob ich die Umstände diesem Kampf ein kleines bisschen zu meinen Gunsten gestalten kann. Mhm. Speziellerweise, ich vermute, dass an dieser Stelle Verrat im Spiel ist. Ich glaube, das ist jetzt keine so ganz weit hergeholte Vermutung. Würde mir mein Persönlichkeitsmerkmal gerecht an der Stelle helfen, weil Verräter und schon gar nicht an meinem Lord kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, das würde dir absolut helfen. Okay. Dann würde ich tatsächlich noch einen weiteren, ich würde gerne ein Talent nutzen. Mhm. Das Talent Waffenmeister. Und zu Beginn eines Duells, Scharmützels oder einer Nahkampfszene kann ich die Qualität eines Gegenstandes um 1 erhöhen. Das heißt also, ich habe heute Morgen mich hingesetzt und in Erwartung auf schwere Zeiten die Klinge meines Nepo-Otis extra geschärft, sodass sie keinerlei Spuren hinterlässt und keine klaffenden Wundränder, sondern nur saubere Schnitte abliefert. Okay. Also ich würde die Qualität gerne auf 2 erhöhen, was also den Schaden im Fall eines Treffers erhöht. Und gehen wir auch gleich mal all in. Also ich meine, der Onkel hat mich heute Morgen ganz schön genervt. Also ich hätte ihm schon gerne
also auch ohne den zusätzlichen Verrat, eine kleine Lektion verpasst. Ich habe ein weiteres Talent, das nennt sich im Deutschen unerschütterliche Loyalität. Ich würde ganz gerne meinen zweiten Punkt Entschlossenheit, den ich dadurch bekomme, einsetzen für den ersten Angriff. Da wir jetzt, wie gesagt, bei dem Rules-as-Written-Kampf sind, muss ich, damit ich ihn angreifen kann, nachdem ich mein Nifo-Oti in seine Nahkampfzone bewegt habe, damit ich noch eine Aktion habe, dazu gleich einen Test machen. Nämlich eine, Gott, wie war jetzt wieder der deutsche, die deutsche Übersetzung? Das ist eine, keine Bolt-Movement, sondern Hidden. Es gibt zwei Arten von Bewegungen. Es gibt einmal die offensichtlichen und einmal die vorsichtigen Bewegungen, könnte man sie nennen. Genau, die vorsichtige Bewegung, genau. Das heißt, anstatt jetzt einfach nur ihm das Gerät hinzuhalten und zu sagen, komm, möchte ich ihm gleichzeitig auch noch den ersten Schnitt verpassen damit. Das heißt, ich müsste einen Bewegungstest auf 2 ablegen, genau, um das zu tun. Das wäre dann vermutlich die erste Amtshandlung. Genau, da machst du erst diesen Bewegungstest, also auf die Fähigkeit Bewegung in Kombination wahrscheinlich mit Pflicht oder Macht. Ich glaube trotz allem, dass immer noch die Pflicht im Vordergrund steht. Ich hasse den Typen wirklich, aber im Augenblick möchte ich erstmal herausbekommen, ob er den Vater meines Dienstherrn ums Leben gebracht hat. Ja, gut. Also, kann ich hier den Fokus Longblades oder Shield Fighting einsetzen? Longblades auf jeden Fall. Okay. Dann wäre ich bei einer 15 beziehungsweise bei einer 8 für Crits. Mhm. Ich habe eine 8 und eine 10 gewürfelt. Das wären dann also 3 Erfolge, von denen ich 2 gebraucht habe. Das heißt, vielleicht kriege ich das eine Momentum wieder zurück, was ich für das Erhöhen der Qualität gebraucht habe? Ja, kriegst du. Okay. Dann befinde ich mich jetzt mit dem Nifo-Oti in seiner Komfortzone. Mhm. Und wenn ich mich recht entsinne, muss er jetzt quasi den Schwierigkeitsgrad des Angriffs bestimmen, indem er selber seinerseits eine Probe auf den Kampf würfelt. Genau. Er legt jetzt so gesehen durch seinen Kampfwert fest, gut, er ist, in dem Fall geht es nicht über seine Pflicht, sondern über die Macht bei ihm, weil das hat nichts mehr mit Pflicht zu tun, außer für sich selbst. Und über Kampf, da habe ich eine 14 dann. Das wären 2. Die Schwierigkeit ist in dem Fall 2. Okay. Ich, wie gesagt, wie eben angesprochen, würde ich ganz gerne einen Punkt meiner Determination nutzen, um quasi die unerschütterliche Loyalität zum Ausdruck zu bringen, die Rongo seinem Dienstherrn gegenüber empfindet. Mhm. Und an der Stelle muss ich das Motto dann quasi für die Motivation passend haben, die ich jetzt gerade einsetze, oder tut es eine davon? Weil sonst muss ich sagen, mein Motto für Gerechtigkeit, alle sind gleich vor dem Schwert, also sein höherer Stand schützt ihn nicht davor, würde mich an der Stelle fast schon ein bisschen mehr motivieren. Ja, das ist eine gute Motivation. Ich finde, das passt. Vor allem, da du ihn jetzt ja gerade so ein bisschen wie so ein Bonsai zurückstutzen willst. Sollte ihm hoffentlich klar werden, dass das keine gute Aktivität ist. Ich würde, wenn ich mich jetzt recht entsinne, haben wir bisher plus minus null beim Momentum. Ne? Da ist doch bestimmt noch Platz, dass ich mir noch ein Würfelchen dazu kaufe. Da würde ich doch sagen, ja, kann doch aktuell vielleicht noch ein Momentum von 4. Ja, genau. Dann sind es jetzt noch 3 und ich würfel nochmal 2 Würfel dazu zu den beiden Erfolgen, die ich habe. Mal gucken, ob es vielleicht ein bisschen Cashback gibt. Ist eine 4 und eine 19. Das heißt also, an der Stelle sind es nochmal 2 Erfolge dazu. Heißt also, wenn ich richtig gerechnet habe, netto sind wir dann bei 5 Momentum. Mhm. Und die Qualität dieses Schnetzeleisens, der frisch geschärften offiziellen Dienstwaffe des Master at Arms, sollte dann 4 Schaden machen in diesem Fall. Ja. Ganz kurz fürs Theater of Mind. Wie machst du das? Gehst du so über rechts oder gehst du über links, während ihr euch so umkreist? Ganz kurz vom Gefühl her. Ja, ich versuche insbesondere nochmal mir die Situation ins Gedächtnis zu rufen, bei der er mir heute Morgen bei meinen Übungen halt schlechten Stil nachgesagt hat. Ich versuche insbesondere diese Übung noch einmal mit vollendeter Perfektion durchzuführen. Ihn
aber im letzten Moment nochmal eine kleine Überraschung mitzugeben. Ich werde nämlich eine Parade, die ich ansonsten dort nicht standardmäßig geübt habe, statt des letzten Schlages in der Kombination anwenden. Da, wo ich also sonst irgendwie von rechts geschlagen habe, schlage ich dann von links. Mhm. Wenn du dich dann so reinbewegst, die Schilde fangen an aufzuflackern, während ihr euch in den Zweikampf begebt. Du kannst mit dem rechten Fuß so ein bisschen dein Gleichgewicht aushebeln. Der Schlag von ihm wird zwar halb pariert, aber durch die Drehung deiner Waffe schaffst du es dann so gesehen, auf die andere Körperhälfte, die rechte Körperhälfte zu schlagen und einmal die Klinge durch das Schild durchzubringen und zu ziehen, sodass sich eine Wunde unterhalb der Rippen bildet, aus der jetzt tief Blut sickert, auf die Uniform. Er hält sich auch kurz und macht einen Schritt wieder oder springt so einen halben Schritt zurück von dir. Ihr seid nicht schlecht, sagt er nur unter gepressten Worten. Und dann würde ich mal übergehen. Aber ja. Und einmal kurz, er hat nicht so viele Talente, was das angeht. Er hat auch die Qualität Waffenmeister. Und dementsprechend wird er die Qualität seiner Waffe auch um 1 erhöhen. Die sehr gut gearbeitet bzw. von ihm gepflegte Waffe wird er jetzt verwenden. Und da es noch immer über Macht geht, nehme ich einen Punkt Bedrohung aus dem Pool raus, den ihr hattet. Und hole mir einen weiteren Würfel. Damit dann 3. Für die Bewegungsaktion erst einmal. Weil er ja erstmal in deine Angriffszone reingehen möchte, so gesehen gerade. Das gelingt ihm, kommt allerdings sehr offensichtlich da rein. Dementsprechend würdest du jetzt die Initiative wieder bekommen. Und er befindet sich so gesehen jetzt vor dir in deiner eigenen linken Körperhälfte so gesehen drin. Ein Hieb von ihm wäre jetzt nicht schwierig von ihm, beziehungsweise ein Zustechen mit der Waffe. Ich versuche mal, ob ich ihm mit dem Haken, der sich ja vorne an der Klinge befindet, nochmal ein bisschen einen kleinen Zug verpassen kann und ihn damit aus dem Gleichgewicht bringen. Also er hat sich jetzt quasi nur in Position gebracht, hat aber nicht mehr angreifen können, richtig? Genau. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ist er jetzt fällig, der kleine Mordbube. Das würde aber bedeuten, das bleibt der Schwierigkeitsgrad gleich oder muss er jetzt quasi nochmal würfeln? Er würde jetzt darauf versuchen zu reagieren. Eigentlich kann er darauf gar nicht reagieren. Er hat sich jetzt so gesehen in Position gebracht und du reagierst jetzt auf das, was er macht. So gesehen würde die Schwierigkeit von 2 in dem Fall bleiben. Da 3, da er ein Schild aktiv hat. Das Attribut gerecht müsste dann aber wieder zum Abzug auf 2 führen, oder? Mhm. Ja. Also wie gesagt, das ist alles ein bisschen verwirrend. Alles sind irgendwie Attribute, Waffen und Ausrüstungsgegenstände und eben komische Zustände. Mhm. Aber okay, also 2. Dann, das sollte jetzt ja auch... Naja. Also nimm noch ein Momentum. Na gut, sicher ist sicher. Gut, dann wären wir wieder bei 4, wenn ich es richtig gesehen habe. Und gucken mal, was passiert, wenn wir ihm nochmal einen kleinen... Das wird dir vermutlich nicht gefallen. Ich brauche eine Kamera auf die Würfel. 2, 2 und 3. Das wären dann 6 Erfolge. Okay. Ich bin wirklich, wirklich unangemessen unzufrieden mit der Art und Weise, wie er seine vielleicht gerechtfertigte Kritik unangemessen verpackt hat. Mhm. Und ich hoffe, ich kann mich gerade so weit zurückhalten, dass ich den Mordbuben jetzt nicht totschlage, weil ich bin wirklich unzufrieden und ich bin noch nicht so lange bei meinem neuen Lord, aber der ist eigentlich ganz nett und das würde ich mir ganz gerne noch eine Weile lang erhalten. Das heißt also, ich versuche ihn mit dem Haken am Nifo nach vorne zu ziehen, aus dem Gleichgewicht zu bringen und ihm idealerweise mit dem stumpfen Ende dermaßen eine auf den Hinterkopf zu verpassen, dass er dann anschließend Ruhe gibt und erstmal nicht mehr wegläuft. Ja, das gelingt dir.
Du packst so gesehen durch den Schild seine Waffe rein, die sich gerade bereit macht. Mit der anderen eigenen Waffe ziehst du sein Bein nach vorne und schaffst es dann, ihm die Waffe sowohl aus der Hand zu reißen, als auch ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen und mit derselbigen Waffe von ihm selber K.O. zu schlagen, da diese stumpf ist. Der unfreiwillige Aufprall auf dem Boden in Kombination mit dem Schlag, der langsam durch den Schild zwar kommt, aber trotzdem noch hart genug ist, um ihm eine ordentliche Beule zu verpassen, sorgt dafür, dass er danach regungslos auf dem Boden liegt. Die anderen Männer inzwischen, einer von ihnen inzwischen aufgestanden, hilft einem anderen hoch. Der andere Dritte liegt dort immer noch regungslos. Arkona, du siehst diesen Tanz, der nur wenige Momente dauert. Flackernde Schilde, kunstvolle Bewegungen und dann liegt auf einmal der Kriegsmeister mit nur zwei gekonnten Handlungen auf dem Boden. Ich bin also, im ersten Moment bin ich erstmal beeindruckt, dass es so schnell und so... Ja, so schnell ging und so überraschend war. Dann würde ich sagen, Tama, du hast uns einiges zu erklären. Bin mir nicht sicher, ob er euch hören kann, my lady. Das ist mir egal. Ich hab's gesagt. Er kann nicht sagen, ich hab's nicht gesagt. Dann nehmen wir ihn mit. Er wird entwaffnet, verschnürt und mitgenommen. Die Tasche soll mitgenommen werden, die er dabei hatte? Aber oh, definitiv. Gut. Und dann kümmere ich mich als nächstes nochmal kurz um meinen Gardisten und schaue, dass dem geholfen wird. Der Mann, der am Boden liegt, hat einen schweren Schlag mit der stumpfen Keule an den Kopf bekommen, dass eine tiefe Platzwunde entstanden ist. Als du dich ihm näherst, siehst du auch, wie sich da unterm Kopf im Sand schon Blut abgezeichnet hat. Die anderen beiden verschnüren inzwischen Tama und einer von ihnen nimmt dann auch die Tasche mit. Aber du siehst, dass er noch lebt. Wir brauchen zwei Sanitäter am Hafen. Ja. Sind sofort auf dem Weg. Wenige Momente später siehst du auch, wie sich zwei Sanitäter vom Flussende aus haben sie den schnelleren Weg genommen, indem sie direkt von den Baracken in ein Boot und dann den Fluss hoch und gesehen haben, ah, da seid ihr, dann dran gefahren sind. Anstatt dass sie sich nochmal durch die Stadt hindurch bewegen, die ganze Zeit. Bezeichnete Idee, hätten wir auch drauf kommen sollen. Dann würde ich sagen, machen wir uns mit den beiden Paketen auf zum Lord. Gut. Während ihr euch auf den Weg zurückmacht, in der Zwischenzeit bei unserem Professor. Ja, der Professor, der ist ja ordentlich, sage ich mal, geschlaucht von den Erlebnissen der letzten 48 Stunden. Dazu hat er viel zu viel gegessen und viel zu viel getrunken. Dass es ihn, nachdem er die Stiefel irgendwie von den Füßen getreten hat, er sich einfach nur hinhaut. Aber wie es so ist, bevor er jetzt in irgendein Koma fällt, er wälzt sich hin und her, weil ihm gehen so ein paar Gedanken durch den Kopf. Mhm. Weil das, was er in den letzten Stunden auch mit vollbracht hat, also Stichwort, da eine Substanz zu erfinden, die wohl höchstwahrscheinlich den Baron Hagon erfreut, die birgt auch die Möglichkeit, eine psychoaktive Waffe zu entwickeln. Und deswegen fällt er in drogeninduzierten Halbschlaf, wo er die ganze Zeit nur darüber nachdenkt, wie er das synthetisieren kann und zur Waffenreife bringen kann. Ich möchte von dir mal einen Wurf auf Wissen haben. Das würde ich ehrlich gesagt über die Motivation Glaube laufen lassen, weil du glaubst, eine Waffe daraus bauen zu können im Schlaf. Mhm. Mit einer Schwierigkeit von 4. Kriege ich über Biochemie, zählt das als Fokus? Ja, der zählt als Fokus. Wir haben noch ein bisschen Momentum, ne? Ich würde einen verbraten dafür. Weil das finde ich jetzt eine sehr coole Idee, wenn es klappt. So, 2, 3, 5. Ungelogen. Das ist richtig krass und das ist alles unter meinem Thema Wissen. 6. Auch wenn der Traum sich anfühlt, als würdest du selbst in einem Dschungel stehen, nur mit der Kleidung eines Medizinmanns an, während du um einen Kessel tanzt, kommen dir die Ideen, wie du das Material so synthetisieren könntest, um daraus vielleicht eine biochemische Waffe herzustellen? Achso, okay, wir kriegen einmal einen Blick auf den Würfel. 3 sehe ich auf jeden Fall. Seht ihr das? Ja, halb.
Ach so, er benutzt ja nur W12. Dann ist es ja kein Wunder, dass er so viel Erfolg hat. Ich nehme W6. Ein roter. Na egal, jetzt müssen wir das nächste Mal irgendwie anders machen. Ja. Es wäre schon irgendwie cool, das auch mal einzubringen. Wenn mit 3 W20 so beschissen niedrig zu würfeln, ist schon... Ja, das ist... Ich hatte noch die Unterhaltung mit Rongo darüber, ob das Würfelglück uns halt bleibt. Aber ja, der Abend startet schon gut durch. Das könnte schrecklich werden in der Zukunft, aber im Augenblick ist toll. Ja. Ich kriege ein bisschen Momentum wieder zurück, das können wir also noch weiter austesten. Ja, wir seid immer noch bei eurem Maximum von 5. Nochmal, in Zahlen 5 Momentum aktuell. Und 1 Bedrohung. So. Die Papiere werden von einem der Wissenschaftler gebracht. Und ja, die sind Mylord sowie werte Bene Gesserit Mutter gesiegelt und unterschrieben mit der Handschrift des verstorbenen Lords. Deines Vaters. Mhm. Ich würde jetzt ganz gerne mal meine Fähigkeiten nutzen und mir das einmal genauer angucken. Mhm. Und Moment, wie war das noch? Passive Wahrnehmung. Ja. Das heißt, du kriegst, generierst schon Momentum oder Erfolg. Das heißt, ich stelle dir eine Frage. Ja. Beim Betreten einer Szene. Ich betrete ja quasi gerade, weil ich betreten werde. Genau, du wirst betreten. Ja. Bekomme ich eine Information, so als hätte ich Momentum ausgegeben für Informationen sammeln. Ja. So. Ja, das ist gesiegelt von meinem Sohn und das ist die Unterschrift von meinem Sohn. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist die Fälschung? Ich glaube, du musst meine Ja- oder Nein-Frage stellen, aber... die Frage ist, ist es gefälscht? Mhm. Ja. Mhm. Ich deute dann die Suchärztin an und auch meinen Enkel. Gehe an den Schreibtisch, drücke so ein Fach auf und hole das Tagebuch meines Sohnes heraus. Lege das auf den Tisch neben diese Unterlagen und deute auf die beiden Anfangsbuchstaben des Namens meines Sohnes. Seht ihr diese kleinen Unterschiede? Dein Vater war Linkshänder, der Schreibende Rechtshänder. Ja, der Bogen sieht anders aus, da gebe ich euch recht. Das heißt, ich habe... Woher habt ihr diese Unterlagen? Wirklich? Sie wurden mir übergeben. Von... Von wem? Einem der Männer von Tama. Mir gefällt das nicht. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Man merkt auch, wie Agatha sich ein bisschen umguckt im Raum. Und so ein bisschen. So ein Jägersucher. Mhm. Sie geht zum Comlink. Ja. Und würde jetzt ihre Enkeltochter anfunken. Ja, ihr könnt miteinander sprechen. Ihr seid auf. Geht es euch gut? Ich glaube, wer hat denn jetzt mitbekommen, dass ihr euch den schon geschnappt habt, oder? Nee, haben sie nicht mitgeteilt. Nee. Du kriegst erstmal nur so einen dezenten, so quasi so ein Düdüt, dass sie einmal kurz angeklingelt hat. Nach dem Motto, falls du im Kampf bist, nicht stören, aber sie... Großmutter? Ah, gut. Du bist nicht in Gefahr? Nein, nein. Es ist alles geklärt. Rongo hat das meisterhaft geklärt. Wir haben Tama festgesetzt. Wir sind schon auf dem Weg zurück zu euch. Ihr habt unseren lieben Kriegsmeister gefangen gesetzt. Wie schön. Sehr gut. Agathas Blick schießt zur Suckärztin rüber. Könnte ich mir euer Labor ausleihen? Es steht euch zur Verfügung. Was benötigt ihr? Nur einen Tisch, auf den ich eurem Ex-Mann fixieren kann. Den Rest übernehme ich. Okay. Auch wenn ihr beide gerade sehen könntet, dass das vielleicht scheinbar Anui ein bisschen gefällt, was du sagst, ist sie trotzdem etwas verschreckt in dem Moment so. Oh. Oh. Krabbe, könnte ich mir von der Fiole von unserem verehrten Herrn Professor ein bisschen was ausleihen? Natürlich. Danke.
Akuna, bring ihn bitte in das Labor unserer werten Ärztin. Wird erledigt. Rongo, wir sollen Tama in das Labor bringen. Von der Ärztin. Hm. Verstehe. Agatha strafft sich auf einmal und zum ersten Mal seit langer Zeit sieht sie völlig gerade, ungebeugt und komplett normal aus. Möchtest du dabei sein? Großmutter, Ich dachte für einen Moment, das Ganze hier macht dir Spaß. Oh, glaub mir. Wenn ich mit Tama fertig bin, dann werde ich meinen Spaß gehabt haben. Bis jetzt bin ich in freudiger Erwartung. Ich bin ebenfalls sehr gespannt. Mein Lord. Also dann. Guck die Rückärztin an. Ich glaube, wenn ihr diesem Verhör dabei wohnen würdet, würde es gegen eure Sirk-Konditionierung verstoßen. Ich werde vor der Tür warten. Wenn das genehm ist. Natürlich. Soll ich euch eine Videoübertragung einrichten? Nein, danke. Siehst du den Anflug eines Lächelns bei Agatha, als sie dann loswetzt und quasi so im Türrahmen sich wieder auf ihren Stock stützt und langsamer wird. Gregor McLanek ist noch bei euch und informiert euch inzwischen darüber, dass innerhalb der nächsten 2 Stunden höchstwahrscheinlich das Harkonnen-Schiff landen wird. Auf dem Highliner werden die Vorbereitungen getroffen, dass die Schiffe scheinbar sich vom Highliner lösen. Das ist allerdings ein etwas längerer Prozess. Der wollte doch eher zu den anderen. So ganz sicher. Die aktuelle Informationslage ist, da der Highlander sich auf unserer Seite des Planeten befindet, dass er wahrscheinlich zu uns kommen wird. Gut, in 2 Stunden bekomme ich den zum Singen. In 2 Stunden bekommen wir auch einen Wasserbüffel frittiert. Ja, wir sollten dazu sicher vielleicht noch ein bisschen mehr frittieren. Den Highliner vielleicht. Oh mein Gott, so ein riesiger Keks. Ist eigentlich ein Highliner ist auch nur ein Löffel Biskuit im Weltall. Dann machen wir mein Tiramisu daraus. Brauchen mehr Highliner. Paoka Kanuka, eure Mentatin, ist auch inzwischen noch einmal dazugekommen. Während ihr gerade das Büro verlasst, wartet sie kerzengerade, humorlos wie sie ist, und schaut zum Lord. Alle Vorbereitungen bezüglich eines Banketts wurden getroffen. Ich hatte mich mit McLanek bereits ins Haus getauscht, dass das scheinbar in den nächsten 2 bis 3 Stunden stattfinden könnte. Gut, ausgezeichnet. Wir sollen ein formales Ornat angelegt, beziehungsweise die Wache so weit mobilisiert werden, dass man ihnen mit Respekt entgegentritt. Was die Wachen betrifft, ja. Was das Ornat betrifft, bringt es einfach zum Labor unserer Ärztin. Sehr gut. Ich werde dort ein bisschen beschäftigt sein. Und sorgt dafür, dass der Baron vielleicht ein bisschen aufgehalten wird durch eine zeremonielle Begrüßung. Ich würde die große Hacker empfehlen. Idee. Die große. Sie schaut wirklich so mit. Sollen wir ihn zu Tode langweilen an? Sie kriegt dieses blaue, äugige Blinzeln von Agatha. Ah, natürlich. Ihr könnt den Baron ja währenddessen ein bisschen füttern. Traditionelle Kriegstente der Tau. Die Hacker, natürlich. Das Ganze wird uns noch einen Zeitaufschub von mindestens 1 Stunde geben. Sehr gut. Ihr könnt ja auf dem Weg dahin den Fluss frittieren. Einfach frittieren, fährt in den Fluss kippen und alles, was hinten rausschwimmt, wird so mit einem Netz gefangen. Mhm. Und schickt einen Diener, der mal gucken soll, ob unser Professor in Ordnung ist. Falls er wach ist, könnten wir ihn gebrauchen. Sehr wohl. In der Zwischenzeit wird Rongo in Begleitung von Akuna ihn zu dem wissenschaftlichen Labor und der Krankenstation des Hauses bringen. Ebenfalls ein aus Teakholz gearbeiteter Raum, der allerdings mit weitaus mehr Computern bzw. Einfachen medizinischen Geräten ausgestattet ist. Viele Suck-Ärzte können ja auch schon diese Technik der Körpervibrationsanalyse. Das hat man im Film so schön gesehen, wenn Dr. Yue immer mal wieder irgendwelche Knotenpunkte anfasst beim jungen Lord Paul und anfängt dort die Energie zu messen, so gesehen.
Deswegen, es gibt zwar auch hier Medikamente, die hergestellt werden können und Maschinen dafür, allerdings werden die nicht so intensiv benutzt. Es ist aber ein OP-Tisch dort, um Operationen durchzuführen, der auch dazu ausgestattet ist, dass man dort jemanden fixieren kann, Rongo. Ja, dann werde ich mich doch mal darum kümmern. Eure Lady, wenn ihr euch vielleicht schon mal anschauen wollt, was der Verräter noch bei sich gehabt hat. Gute das hätte Abend. Ich jetzt als Erste gefunden. Ja, Agatha, ihr seid noch nicht da. Achso, ich hatte bei Lady, hört Agatha prinzipiell. Akona. Naja, du bist ehrwürdige Mutter. Lady ist erstmal jede Ladyschaft hier. Also ich würde mich tatsächlich über den Rucksack, Tasche, sie sagt, was auch immer sozusagen begeben und den mal schauen, was der alles so eingesteckt hat neben Klamotten. Was hin? Oh, das ist sehr viel. Was so, also neben ein paar Kleidungsstücken, so Grundlegendes, einen Satz Antibiotika und anderer Medikamente, die man für längere Expeditionen oder Reisen durch den Dschungel benötigt, einen kleinen Vorrat an Wasserreinigungstabletten und auch getrockneten Lebensmitteln. Aber auch natürlich da Werkzeuge, um beispielsweise jagen zu gehen. Tamakan ist einer der Kriegsmeister. Er weiß, wie man sich auf dem Planeten im Notfall selbst versorgt. Findest du einen großen, schweren, mit Kunststoff ausgekleideten Koffer, den dann mit einem Fingerabdruck öffnen kann. Ist ein kleiner Sensor vorne dran. Ich nehme mal seinen Finger und halte ihn da drauf. Als er aufgeht, siehst du eine große Menge gestapelter Solaris-Münzen da drin. Bei der Menge, grob überschätzt, 1-2 Millionen. So hoch war also sein Preis. Und das nach 60 Jahren. Über 60 Jahren. Wenn du im Koffer weiter guckst, siehst du an der, so unten ist halt diese Verschalung, wo diese Münzen drinne gestapelt sind. Sehr flache, metallene Münzen. Sind so ein elektromartiges, eine Mischung aus Silber und Gold. Und dahinter, beziehungsweise oben im Deckel, siehst du, dass dort scheinbar so eine Art Paket drinne ist, das mit zwei Lederschnallen befestigt ist. Und dann mache ich das doch mal auf, das werden bestimmt irgendwelche Unterlagen sein. Vielleicht geben sie mir Hinweise darüber, wer das beauftragt hat. Die Informationen, die du darin erstmal findest, sind Verteidigungsanlagen, militärische also Ausstattung. Von uns. Genau, alles militärisch Relevante von euch. Anzahl der Truppenstärke, Bodenfahrzeuge, Luftfahrzeuge, alles. Ein komplettes Informationspaket. Trainingsweisen, Kampfstile, Techniken. Finde ich sonst trotzdem noch irgendwie einen Hinweis, wer genau das in Auftrag gegeben hat? So eine kleine Nachricht, weißt schon, ich triff mich hier und da XY gezeichnet. Möchtest du zwei Momentum ausgeben, um vielleicht ein solch kleines Merkmal zu erschaffen? Ein kleines Indiz, was darauf hindeuten könnte, woher das Ganze kommt. Wie viel Momentum haben wir gerade? 5 noch. Seid ihr denn mit der Chor? Ja, geht das? Dann würde ich das nämlich machen. Dann können wir wieder Neues sammeln, das ist ganz gut. Genau, der Pool ist ja voll. Gut. Bei der Suche im Koffer findest du nichts. Du schaust weiter in der Tasche. Dort findest du einen Siegelring, der mit einem Mantarocher versehen ist. Eine billige Kopie. Eigentlich ist es nur ein Metallreif mit einem scheinbaren Siegeladapter, der aussieht wie das Siegel eures Hauses, Natana. Dazu Papiere, die recht offiziell wirken. Und auch einen kleinen Satz mit Stiften bzw. mit Tinten oder Füllfederhaltern mit den passenden royalen Farben, die ihr im Haus verwendet. Tu ich mal in den Koffer mit rein. Was du die ganze Zeit bei diesen Objekten wahrnimmst, ist ein beißender chemischer Duft, der höchstwahrscheinlich auf billige Produktionsweise zurückzuführen ist und auf eine starke Verschmutzung durch, durch Weichmacher und ähnliches. Höchstwahrscheinlich würdest du jetzt vermuten, solche Produkte, wenn du sie in der Hand hattest, die von eurem Planeten stammen, werden nur in einem Haus so hergestellt. Haus Krillen. Die scheißen nämlich auf alles, was die Umwelt des Planeten angeht. Ja, deswegen müssen sie ja auch eliminiert. Warte, wie ist das richtige Wort? Keine Ahnung. Wer... Als du schaust dir die Sachen etwas genauer an, oder? Ja, natürlich. Ich bin ja gerade auf der Suche. Du findest
in einem der Füllfederhalter, wenn du ihn aufschraubst, um zu gucken, was da so an Farbe oder an Tinte drin ist, fällt dir ein kleines eingerolltes Stück Papier entgegen, was hinten drin war in einem der Füllfederhalter. Es ist ganz winzig klein in den gemeinsprachigen Runen geschrieben und kannst daraus lesen: Eure Bezahlung gegen die Information, euren Schutz gegen das Leben des Lords, wie abgemacht. Und darunter steht nur ein K. Punkt. Rongo, du hast in der Zwischenzeit das Ganze ihn da fixiert, siehst, dass er immer noch ohnmächtig ist, siehst natürlich dann auch aus dem Augenwinkel, was da alles jetzt inzwischen auf so einem Schrank ausgebreitet ist. Der Koffer steht offen, Sachen, Medikamente, alles drumherum. Und my Lady, haben Sie außerdem Geld, irgendwelche Hinweise gefunden? Ja, ich vermute, das werden unsere werten Nachbarn gewesen sein. Welche von denen? Die eher verzicht, auf die eher zu verzichten ist, Grillem. Ja. Nun. Das heißt, was sieht das Protokoll vor für diese Art von Streitigkeiten untereinander? Ist das etwas, was den Baron interessiert? Oder erwartet er, dass sich solche Dispute alleine ohne ihn regeln? Ich bin mir gerade nicht ganz schlüssig, was das Protokoll vorsieht. Mich würde tatsächlich mehr interessieren, ob Krillem da alleine auf diese Idee gekommen ist oder ob sie nicht vielleicht angesetzt worden sind und dieser Streit provoziert worden ist von außerhalb. Nun, ich kann mir schwer vorstellen, dass laut Taurus, verzeiht meine Ausdrucksweise, auf diese Idee kommen würde. Ich glaube, der würde seinen Hintern nicht mal mit seinen beiden Händen finden. Und abgesehen davon, dass das Haus noch von seiner Mutter geführt wird. Ja. Weil die ja matriarchalisch sind. Die sind ja, da herrschen die Frauen. Okay, ich dachte, er sei schon... Nö, es ist einfach nur der bekannte eine. Das ist halt dieser Makel in der Familie. Die haben nur einen Sohn bis jetzt. Also für die Makel, ne? Wir sollten das auf jeden Fall vorab herausfinden, bevor wir hier irgendwas nach außen tragen. Egal in welche Richtung. Verstanden. Würdet ihr bei der Befragung Wert darauf legen, dass jemand... sagen wir einmal die Position des wohlwollenden, dem Gefangenen zugewandten Befragers übernimmt. Ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn es so einen Part gibt. Ich glaube, meine Großmutter wird sich den anderen Part nehmen. Das hatte ich mir fast gedacht, so wie ich sie eingeschätzt habe. Rongo, streckt sich mal, atmet einmal tief durch. Mhm. Naja, vielleicht von Soldat zu Soldat. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Und ich bin nur die stille Beobachterin in dem Fall. Jetzt warten wir, bis Agatha da ist. Sehr wohl. Noch bevor Agatha und der junge Lord das Ziel erreichen, wird unser Professor wach. Ein beißender Duft steigt ihm in die Nase und vor dir steht die Mentatin des Hauses. In Fläschchen schließend. Willst du dich vergiften? Riechsalz soll niemanden vergiften, nur wecken. Jetzt aus der Koje raus. Vorsicht drauf. Oh, mein Schädel. Habt ihr irgendwas gegen Kopfschmerzen? Sie greift in ein kleines Metallkästchen am Gürtel und reicht dir eine Tablette, die da drin liegt. Ein Bindemittel. Ordentlich Wasser dazu, Schluck's runter. Sehr laut hörbar. Ich werde es nicht vergessen. Was ist so wichtig? Der Lord sowie die ehrwürdige Mutter verlangen eure Anwesenheit bei der Befragung des Kriegsmeisters. Kriegsmeister, was habe ich damit zu schaffen? Man soll einfach nur sicher gehen, ob irgendwelche vielleicht verändernde Chemikalien vielleicht eingewirkt sind.
Verstehe. Er reibt sich noch so. Kriegt noch mal was. Außerdem, ja, während du dich wäschst, so beim Herausgehen, guckt sie noch mal kurz zu dir. Außerdem wollte die werwürdige Mutter irgendein etwas ausprobieren, was ihr erst vor kurzem erschaffen habt oder gefunden habt. Vielleicht ist es für euch von Interesse. Na, jetzt, nachdem er sich da das Gesicht abgewaschen hat und sie das sagt, dreht er sich um zu ihr und die Augen leuchten so. Fürwahr? Ein lebendes Objekt? Hervorragend, das wird faszinierend. Das freut mich. Du machst dich dann wahrscheinlich, sie befinden sich in den Laboren bzw. der Krankenstation von Aroniu Ika. Wenn du mich begleiten würdest, wir haben schon lange nicht mehr Gelegenheit gehabt. Sehr wohl. Ich habe alle weiteren Dinge soweit vorbereitet und würde euch wohl begleiten. Also er duzt die Mentatin, weil er ihre Mutter ganz gut kennt. Sie ist ja Teil deines Forschungsteams, genau. Ist Teil des Forschungsteams und auch wenn die Mentatin ja immer so extrem distanziert ist und eigentlich der Professor auch so vom Typ her eher so auf Distanz ist zu Menschen, bei ihr macht er das aber ganz bewusst so. Duzt sie immer. Okay. Sie informiert dich dann über den aktuellen Werdegang, die kurze Zeitspanne, in der wahrscheinlich die Harkonnen eintreffen werden. Und dass der Lord veranlasst, beziehungsweise die Mutter, werte Mutter veranlasst hat, dass ein HK durchgeführt werden soll. Zur Begrüßung, ein alttraditioneller Tanz, der dem Maori nicht ganz unähnlich ist. Ich habe das Gefühl, sie möchte ihn langweilen. Wir werden sehen, wie es ihm und uns bekommt. Ein gewagtes Element, will ich anmerken. Durchaus. Ihr erreicht die Wissenschaftsstation nach Agatha und dem Lord. Und da setzen wir nach der Pause wieder ein, würde ich sagen, meine werten Damen und Herren. Ja, so schnell kann eine Stunde umgehen. Und wir sehen uns gleich wieder.